Hallo, lieber Skorpion. Schön, dass du hierher gefunden hast. So, wir werden uns gemeinsam den 1. bis zum 15. Oktober anschauen in Sache Liebe. Bitte bedenke, lieber Skorpion, dass nicht immer jedes Mal, ne, alles auf dich zutreffen kann. Das ist ja nicht möglich, ne? Die Energie gibt uns immer etwas anderes, aber du hast auch die Chance, dir deinen Aszendent zu hören, deinen Mondsternzeichen und vor allem dein Venussternzeichen. Der spielt auch eine sehr große Rolle, ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Wir haben ganz viele Karten vor uns. So, ich nehme jetzt hier meine Engelkarten, Energienkarten. Wir werden einfach den Engel fragen, ne? Wie es für dich aussieht in Sache Liebe. Mal schauen, was sie uns mitteilen vom 1. bis zum 15. Oktober. Ja, das ist ein bisschen schwer für mich. Ich bin immer noch im September, aber ich brauche einfach Zeit, ne? Das sind ganz viele Videos. Ich werde auch noch einmal Yin und Yang machen für jeden Sternzeichen, ne? In der Partnerschaft, du und ich, sozusagen quasi, ne? Jetzt mal schauen, was uns die Energie gibt, ne? Von den Engeln. Welcher Energie wirst du dich befinden? Für meine liebe Skorpionen da draußen. So, die kleben immer ziemlich fest. Okay, ja, das ist eine. Was haben wir hier? Gelegenheit und Veränderungen. Veränderungen sind immer schön, sind immer positiv. Ich weiß, man nimmt sie vielleicht manchmal negativ. Ach, man sagt, ach komm, ich möchte mich nicht verändern. Ich möchte nicht, dass es sich ändert. Aber doch, wir können nicht immer in dieser selben Energie bleiben. Deswegen haben wir ja auch Vollmond, deswegen haben wir auch Neumond, der Abnehmende, dann haben wir Viertelmond. Das ist ja alles unser Unterbewusstsein. Das ist alles die Seele. Die Seele möchte nicht immer in einer Energie sein. Das ist anders wie die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit wehrt sich immer gegen diese Veränderung. Das Ego. Ich möchte mich nicht verändern. Ich möchte nicht diese Veränderung. Aber guck mal, du hast hier eine schöne Chance, die auf dich zutreffen wird in Oktober. Das könnte auch beruflich sein. Also du kannst das überall einsetzen, ne? Das gibt hier keine bestimmte Regel. Wir sehen uns zwar die Liebe an, aber du setzt das da um, wo du das fühlst, lieber Skorpion. Besser als du, ne? Du weißt ganz genau, du gehst nach deinen Emotionen, nach deinem Gefühl. Du sagst, aha, das passt eh jetzt in meine berufliche Situation. Ich habe gerade eine schöne Chance, ich habe Veränderungen, ich habe gerade vielleicht etwas gewechselt, ne? Das könnte auch gut sein. Okay, wir nehmen jetzt die Karte oder, wie gesagt, das könnte ja auch in der Liebe sein, ne? Wir schauen uns gerade die Liebe an, es verändert sich etwas, du veränderst dich, das ist klar. Und du könntest hier auch eine Gelegenheit bekommen, eine Gelegenheit, jemand kennenzulernen, auch gerade wenn du jetzt sagst, ich bin Single, das ist gerade deine Gelegenheit, ne? Deine Chance. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch mal unten an. Wow, göttliches Timing. Wow. Okay, das ist deine Zeit. Das ist wirklich, ich krieg gerade Gänsehaut. Guck mal, das ist der Wahnsinn, ne? Also deine Zeit ist gekommen. Es gibt immer eine bestimmte Zeit. Es gibt eine bestimmte Zeit, um zu agieren. Es gibt eine bestimmte Zeit, um passiv zu bleiben. Gerade bei dir, göttliches Timing. Das Universum lädt dich gerade ein, zu agieren. Das ist gerade deine Zeit gekommen, um zu manifestieren auch, um auch zu ernten, das, was du gelegt hast an Samen. Ne? Du hast gesät, ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, du hast hier angelegt, ne, du hast Samen angelegt und von dieser Samen sind Pflanzen entstanden, ne? Machen wir das mal so, das ist metaphorisch gemeint, das ist klar. Und du kannst jetzt ernten, du kannst ernten, was aus dieser Pflanze rausgekommen ist, ne? Ob das jetzt Blumen sind, Früchten. Das ist schön, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schön für dich, lieber Skorpion, weil du endlich das nehmen kannst, was du eigentlich gelegt hast. Wenn du positiv gelegt hast, bekommst du Positives. Wenn du Schlechtes gelegt hast, dann ist es ja klar, dass du Schlechtes bekommst. Aber wir sehen das immer im Positiven, ne? Für uns, die mir folgen, wissen ganz genau, dass wir nicht in diesem Negativen sein sollten, weil das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns wirklich nicht weiter, wenn wir
immer jammern, wenn wir immer uns beklagen, ne, für das, was wir haben. Und wie gesagt, das ist deine Zeit gekommen, deine Zeit, dein richtiger Zeitpunkt. Das könnte auch gut sein, dass du mit diesem Zeitpunkt, ne, gerade hier die richtige Person anziehen könntest. Sehr, sehr schön, ne? Toi, toi. So, jetzt machen wir weiter. Ich habe sie weggepackt, weil sonst habe ich wirklich keinen Platz. Lieber Skorpion, okay, ich fange an mit meinen wunderschönen Orakelkarten. Für den 1. bis zum 15. September, nee, Entschuldigung, Oktober. Das ist für mich nicht leicht, ne? Wir sind immer noch im September. Oktober für unsere Skorpionenmenschen da draußen, bitte. Ah, guck mal, die haben mir gleich geantwortet. Nashita, oh, guck mal, was habe ich gerade gesagt? Das ist ja, also ich muss gerade wirklich den Geistführer danken, dass sie uns so behilflich sind. Ne? Danke, grazie. Guck mal, Nashida, du hast hier Geburt. Was habe ich vorhin gesagt? Ich habe dir diesen Beispiel gemacht mit dieser kleinen Samen. Ne? Und guck mal, was hier geboren wird. Das könnte auch gut sein, eine Geburt in der Familie. Du bist so weit. Bist so weit, auch Mutter zu werden. Bitte nimm das mit der Pinzette. Wir sind ganz viele Menschen da draußen. Sehr, sehr schön. Toi, toi, das wünsche ich dir von Herzen, ne? Wenn du sagst, ja, ich bin bereit. Ich möchte Kinder haben. Ich habe diesen Wunsch. Sehr, sehr schön. Sehr. Okay, guck mal, die fallen hier. Die fallen hier wirklich, ne? Abbandono. Passione, Cambiamento. Guck mal, das widerspiegelt sich hier. Veränderungen. Also, manchmal könntest du dich alleine fühlen. Lieber Skorpion, auch wenn wir Menschen um uns haben, das passiert mir auch. Das ist menschlich, das ist normal, das gehört zum Leben. Manchmal fühlen wir uns wirklich alleingelassen. Aber dieses Alleingelassen kommt uns auch als Hilfe. Das ist fundamental, weil du musst auch lernen, allein zu bleiben. Du musst auch lernen, allein zu sein. Das ist wirklich, sagen wir mal, den großen Sprung. Du kannst nicht immer in einer Beziehung das Richtige finden. Du musst auch in dir das Richtige finden. Und deswegen stelle ich mir hier vor, dass du jetzt wirklich nach deiner Leidenschaft gehst. Vielleicht ein Hobby, was Schönes. Du möchtest hier totale Veränderungen haben. Stell dir jetzt mal vor, du hast jemand kennengelernt. Und zwischen euch zwei ist eine starke Leidenschaft. Und du lässt dich leiten von dieser Leidenschaft. Du bist eigentlich anders. Du bist eigentlich nicht so einer oder eine, die sich sofort schmeißt. Aber du tust es, weil du möchtest nicht mehr dich stoppen, ne? Und wir wissen auch ganz genau, das ist wirklich, das ist kein Zufall. Wir haben am 25. Am 25. September haben wir Neumond in Waage. Das bringt Veränderungen, auch in der Partnerschaft. Dieses Agieren miteinander, wir wissen ganz genau, Waage steht auch für Partnerschaft. Nicht nur für Partnerschaft, mit den Menschen kommunizieren. Das ist ein Luftelement. Und gerade das, ne, kommt auch bei dir raus. Gerade das sind Veränderungen, dass du dich vielleicht nicht mehr alleine fühlen wirst, dass du hier akzeptierst, dieses allein zu sein. Du bist nicht alleine, lieber Skorpion. Denke das niemals, wir sind alle nicht alleine, ne? Du siehst es ja auch gerade jetzt, ne, was die Energie uns zugeschickt hat. Guck mal, das könnte auch gut sein. Du hast sehr viel überwindet alleine. Du hast wirklich so viel alleine geschafft. Nur du weißt es, lieber Skorpion, was du alles in deinem Leben gemacht hast, was du alles, sagen wir mal, an was du alles gekämpft hast. Nur du alleine kannst das wissen. Und gerade jetzt hier kommen diese Hindernisse. Und gerade diese Hindernisse haben dich so gemacht, wie du jetzt bist. Stark, noch stärker. Vergiss nicht, jedes Hindernis, der in deinem Leben kommt, und wenn deine Seele entscheidet zu bleiben, dann wird sie immer stärker und stärker und stärker. Außer sie hat sich entschieden, diese Dimension zu verlassen. Es gibt auch solche Menschen, die einfach sagen, meine Seele hat ihre Aufgabe bewältigt. Okay, ich verlasse diese Dimension und werde halt einfach dann weiter inkarniert. Entweder woanders, in eine andere Dimension oder wieder auf die Erde, wenn du nicht abgeschlossen hast. Es gibt auch diese Varianten. Aber du weißt ganz genau, gerade bei dir, ne? Das ist nicht einfach. Ich weiß,
Der Skorpion, das symbolisiert ja auch wieder diese Wiedergeburt. Nicht vergessen, du bist mit dem Tod, ne, sozusagen vergleichbar. Du bist eigentlich das Tod, ne, bei den Tarotkarten. Der Tod an sich und der Tod muss nicht immer der Tod von dem Körper bringen, ne, von diesem Leiblichen, das, was man sieht in dieser materiellen Ebene, sondern der Tod von dieser Wiedergeburt, von der Seele, diese Transformation, das ist wie ein Schmetterling. Ein Schmetterling symbolisiert auch das, ne? Und übrigens, ich habe nicht nur diese Tattoos, ich habe auch einen Schmetterling. Und früher wusste ich nicht, ich hatte keine Ahnung, ich war 18, ich hatte nicht so eine große Ahnung. Da habe ich mir ein Schmetterling tätowieren lassen, weil ich Schmetterling geliebt habe. Und gerade da hat dann auch eine Dame zu mir gesagt, hat auch meine Heilerin, das ist kein Zufall, dass du diese Tattoos hast, ne? Weil du dich immer transformierst. Und ich habe erfahren, dass ich Pluto in Skorpion habe, in meiner Geburt, ne, wo ich geboren bin. Und ich habe immer zu kämpfen. Ich habe immer mit diesem Wiedergeburt zu kämpfen. Also ich muss mich immer transformieren. Immer, immer. Das muss bei mir öfters geschehen, ne? Das hat auch seine Gründe, ne? Und deswegen ist es auch wichtig für dich gerade in diesen Sternzeichen, lieber Skorpion, bedenke, dass du immer dich evolvierst, dass du immer eine Transformation hast, auch leiblich, auch körperlich, ne? Dass du einfach jetzt, sagen wir mal so wie ich habe radikal mich verändert in der Nahrung, in der Ernährung. Wie gesagt, ich habe vor kurzem dann auch richtig angefangen mit Sport. Das gehört auch zum Leben. Das sind Veränderungen, die auch in diese materielle Ebene gehören. Ne? Okay, ich gebe immer euch das mit, was ich erlebt habe, nicht das, was ich von anderen gehört habe. Immer auf meine eigene Haut und ich erzähle nicht gerne Geschichten, an denen ich nicht teilgenommen habe. Ne? Also für mich ist es sehr wichtig. Ich labere kein Scheiß hier und erzähle euch etwas, sondern ich erzähle immer gerne von meiner Geschichte, von mir, das, was ich erlebt habe. Und auch meine Bekannten, ne? Die, wo ich weiß, es ist wirklich, ich habe das miterlebt dann schon. Aber jetzt irgendetwas zu labern, das gehört nicht zu mir. Ne? Okay, machen wir weiter mit den Karten. Mit den Orakelkarten. Das sind ganz normale Orakelkarten, aber wir befragen sie. Für dich, lieber Skorpion. Ah, guck mal. Also die Energie ist hier sehr, sehr wachsam. Was ist hier los? C'è una codipendenza. Ah, jetzt werden wir gleich sehen, wieso. Was ist hier los? Warte mal. Vielleicht hast du einfach Angst, alleine zu sein. Una situazione di farà arrabbiare. Guck mal, entweder hat es mit der Vergangenheit zu tun. Hier ist irgendwie Attaccamento. Ah, wie sagt man das auf Deutsch? Ich bin gerade am Überlegen. Ich muss irgendwann mal mein Handy, ein zweites Handy herholen. Attaccamento, du bist hier gebunden. Das ist wie wenn du gebunden wärst oder jemand war gebunden an dir und diese Person, an dem du wirklich festgehalten hast. Du hast an diese Person geglaubt, lieber Skorpion. Sie war sehr wichtig in deinem Leben. Diese Person hat in dir diesen Weißblut rausgelassen. Also sagen wir mal, den kleinen Teufel rausgenommen in dir. Diese Person hat alles in dir rausgenommen. Diese ganze Wut, Groll, alles, alles. Diese Person hat alles in dir verändert. Ne? Schauen wir mal weiter. Situation legata ad un Trauma. Weißt du was? Da musst du vorsichtig sein, weil, lieber Skorpion, ich sage jetzt dazu nichts Großartiges, weil bei sowas muss man immer vorsichtig sein. Das könnte gut sein, dass du gerade dieses Alleinsein, alleingelassen werde, auch mit irgendein Trauma verbunden werden kann. Trauma sind eigentlich immer, wenn wir Kinder sind. Meistens haben wir alle diesen Trauma. Also ich selber bin auch durch diesen Trauma gegangen als kleines Kind, ne? Wenn jetzt die Mutter vielleicht nicht immer da ist, sie muss arbeiten, sie ist ständig bei der Arbeit oder du hast vielleicht nicht alle beide Elternteile gehabt oder deine Eltern haben sich geschieden. Das nimmt die Kinder auch sehr mit. Das nimmt sogar sehr mit, die Kinder. Und guck mal, jetzt ist es Zeit, Großputz zu betätigen. Das passt perfekt. Du musst hier das alles, guck mal, du musst das hier alles, ich sage jetzt nicht vom Fenster wegschmeißen, das geht nicht.
Aber du musst hier diese Situation integrieren. Du musst diese Situation annehmen. Wenn du wütend bist, wenn diese Person dich wütend gemacht hat oder diese Person in dir etwas dagelassen hat, dann musst du hier einfach diese Situation integrieren. Wieso ist das mir passiert? Wieso hat es mich genommen? Weil du hier irgendetwas gehabt hast als Kind. Du musst das so verstehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt am besten erklären kann, lieber Skorpion. Weil die meisten werden das vielleicht irgendwie falsch interpretieren, aber ich versuche das in meinem Besten. Du hast als kleines Kind einen Trauma erlebt. Dieses Trauma hat eine Emotion verursacht. Emotion, das ist immer mit Emotionen, ne, verbunden. Und diese Emotion, Situation, auch Emotionen, das Gefühl, das wächst ja mit dir. Und dann haben wir auch dieses innere Kind. Und irgendwann mal zündet sich wieder diese Kerze an. Diese Emotion wird wieder rauskommen. Und gerade diese Person, irgendeine Person, ob das jetzt A, B, C, D war, hat diese Emotion wieder rauslassen kommen. Das hat nichts mit dieser Person zu tun. Das hat mit deinem Trauma zu tun. Bitte versteh mich nicht falsch. Jetzt sagen wir mal, ich habe dich kennengelernt. Ich bin die Katja. Die Katja war böse zu mir. Die Katja hat das alles gemacht. Aber ich bin nicht der Grund gewesen. Der Grund ist weit unten. Der Grund ist sehr weit unten, ne? Das ist diese Ebene, dieses Unbewusste. Und das sollte hier rauskommen. Das sollte integriert werden. Und das kannst du nur machen. Guck mal, wenn du hier diesen Großputz betätigst und ich habe jetzt gesehen, c'è un ciclo karmico che tende a ripetere. Du musst aufpassen, hier ist irgendein Karma. Sei vorsichtig, ein Karma, der mit der Familie zu tun haben könnte oder ein Karma, der von dir, von einem früheren Leben. Guck mal, du warst vielleicht immer allein gelassen. Vielleicht hattest du, du warst, wie kann man das sagen auf Deutsch? Bei uns sagt man Orphaner. Oh, ich hoffe, ich sage das. Weißt du, wenn du keine Eltern hast, wenn du keine Eltern hast, ein Waisekind, du bist ein Waisekind. Und das nimmst du immer mit von Inkarnation zu Inkarnation. Bitte nimm das mit der Pinzette. Wir sind ganz viele Menschen da draußen, lieber Skorpion. Ich kann dir jetzt nicht sagen, dass es hier im Kollektiven, ob das jetzt wirklich so ist, ob das hundertprozentig zu dir passt. Du wirst es doch selber wissen, ne? Du spürst es, ne? Nicht vergessen. Okay, jetzt machen wir weiter mit meinen nächsten Orakelkarten. La Sibylla. Das sind Orakelkarten, die auch früher in den mythologischen Sichtweisen, so alten Traditionen verwendet wurden. Ne? Zum Beispiel l'Oracolo di Delphi, der Orakel von Delphi. Ne? Und von da kommt es auch. Und deswegen benutze ich die. Sie sind wirklich sehr, sehr schön. Auch übrigens ein Geschenk von einer lieben Zuschauerin. Danke, danke. So, was wird auf dich zustoßen vom 1. bis zum 15. Oktober für unsere lieben Skorpionmenschen? Bitte bedenke, dass diese Karten nicht nur in der Liebe etwas zeigen, sondern allgemein. Ne? Das könnte ja auch eine berufliche Situation sein. Setze das einfach um. Allegrezza, viaggio. Okay, du bist hier auf eine Reise oder du hast hier eine Reise. Oh, Giovane Bruno. Ich sehe hier einen Mann oder ein Junge. Je nachdem, bitte setze das um. Das könnte deine Energie sein, das könnte aber auch die Energie sein von dem Gegenüber von dir, deinen Ex oder dein Partner. Hier haben wir jemand, der dunkelhaarig ist. Es geht hier um diese Person. Hier spielt diese Person eine große Rolle. Entweder betätigt er gerade eine Reise oder er ist von einer Reise gekommen, ist hier sehr glücklich, und ich sehe hier ganz starke Gefühle für diese Person. Also lieber Skorpion, bitte nehmt es mit der Pinzette, weil wir sind ganz viele Menschen. Diese Energie könnte hier deine Energie sein als Frau. Du sagst hier, ich bin verliebt, ich liebe noch diese Person sehr. Ich bin mit dieser Person zusammen. Ich bin immer noch mit dieser Person. Und wir haben sehr starke Gefühle aneinander. Dann passt es perfekt. Oder du wirst hier jemand kennenlernen. Weil diese Person, Lamande, ist eigentlich, sagen wir, Liebhaberin. Aber das symbolisiert jetzt hier keine Liebhaberin. Wenn du sagst, ja, okay, setze das um. Ich sehe hier einfach eine Person, die sehr verliebt ist. Eine Person, die Gefühle hat. Vielleicht könntest du hier jemand kennenlernen oder hier ist etwas entstanden. Hier sind Gefühle vorhanden. Jemand, der sehr, sehr, sehr starke Gefühle hat. Sagen wir mal, das wundert mich nicht, ne, wenn hier irgendjemand
abhängig war, ne, von dem anderen. Weil hier haben wir ganz viele Gefühle, ganz, ganz starke Gefühle. Jemand, der dich ganz, ganz viel geliebt hat, ne? Wirklich sehr, sogar sehr. Wir haben hier wirklich, wie gesagt, Lamante ist immer eine Person, die sehr viel Liebe gibt, die wirklich alles eigentlich tun würde für diese Beziehung. Alles, ich sage alles. Okay, jetzt mal gucken, was wir tontert haben. Nur zu mit ah, Messaggio. Du könntest hier mit dieser Person Kontakt haben. Diese Person könnte dir schreiben. Ihr seid hier im Kontakt. Diese Person, wie sagt man das, könntest du auch frisch kennengelernt haben oder wirst du noch kennenlernen? Weil das ist so, als ob du mit dieser Person dich hören wirst, ne? Wie gesagt, du weißt ganz genau, du kannst jetzt keine Briefe schreiben. Wir sind jetzt nicht hier im Zeitalter, sondern man schreibt sich hier, ne? Kommuniziert hier durchs Handy. Das könnte ja auch gut sein. Und was haben wir hier für Sternzeichen? Ich sage sie dir gleich. Wir haben hier einmal Schütze. Wir haben hier einmal Löwe. Wir haben hier einmal Steinbock. Setze das bitte um. Und Löwe. Hier ist nochmal Löwe. Diese Präsenz, diese wunderschöne Dame. Diese wunderschöne Dame, die hier ganz viele Gefühle hat. Ne? Okay, ich lasse das gerade so. Und wir haben hier, wie gesagt, ein junger Mann, der dunkelhaarig ist. Bitte setze das um. Der kommt hier von einer Reise. Vielleicht kommt er dich besuchen. Vielleicht habt ihr euch geschrieben, dass ihr euch besuchen kommt. Ihr wohnt nicht im gleichen Ort. Ihr seid nicht vom gleichen Ort. Das könnte auch gut sein. Oder dieser, du könntest hier sagen, ne, wenn du jetzt ein Mann bist, irgendeine Geschäftsreise oder du gehst hier irgendwo weg. Du fährst hier weg. Ne? Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Was wird dir gegeben vom 1. bis zum 15. Oktober? Für unsere Skorpionmenschen da draußen. Mal schauen, was die Energie uns gibt. Der Stern, eine große Arkane, sehr, sehr schön. König der Stäbe, eine Heilung, eine Heilung. Ihr habt euch hier verstritten mit diesem König der Stäbe. Eine nehme ich noch. Ein Mann, der dich vielleicht beobachten kann. Ein Mann, der wirklich sehr auf sich selbst konzentriert ist. Sehr, sehr. Auf seinen Selbstbewusst, auf seinen Ego. Ich weiß nicht, einer von euch zwei wünscht sich so sehr, hat noch Hoffnung auf diese Beziehung. Bitte setze das um. Wir haben hier diesen König der Stäbe. Das könnte aber auch gut sein, dass du jetzt ihn gerade frisch kennengelernt hast. Das könnte auch gut sein, dass ihr ein paar Unklarheiten habt, weil hier sind Diskussionen und dann sechs der Stäbe. Das ist so, als ob hier dieser König der Stäbe immer recht hat. Ich bin derjenige, der immer recht hat. Ich muss mich, wie sagt man das, beschützen. Ich bin derjenige, der im Mittelpunkt steht, ne? Wir können aber auch sagen, dass dieser König der Stäbe sehr im Mittelpunkt steht. Dass man ihn sozusagen applaudiert. Je nachdem, bitte setze das um. Und hier haben wir auch dieser Page der Schwerte. Jemand, der die Situation noch beobachtet, jemand, der vielleicht auch noch Angst hat, jemand, der vorsichtig ist, ne, in dieser Situation. Aber ich vermute ganz stark, dass hier irgendeiner von euch zwei so gerne sich wünscht, dass er von dieser Situation auch heilen könnte, aber auch, dass diese Beziehung noch bestehen könnte, ne? Das könnte ja auch gut sein. Okay, jetzt machen wir weiter. Ach, guck mal. Da ist eine Karte gedreht. Ich habe das gemerkt, bevor ich das dann. So, die drehen der Löwe. Die war schon gedreht, ne? Die war schon gedreht. Okay. Jetzt schauen wir einfach mal, lieber Skorpion, mit wem du zu tun haben wirst vom 1. bis zum 15. Oktober. Mal schauen, mit welcher Sternzeichen wirst du zu tun haben? Erdelemente, Steinbock, Stier und Jungfrau. Pluto, Skorpion, dein Sternzeichen. Und Saturn. Wir haben hier wieder ein Erdelement, quasi Steinbock. Bitte setze das um. Das könnte ja auch dein Aszendent sein. Und du hast hier mit diesem Luftelement. Du hast hier Waage, du hast hier Zwillinge. Zwillinge, Waage. Das andere fällt mir nicht ein. Waage, Zwillinge. Mir fällt das andere nicht ein. Bitte setze das um. Ich habe jetzt gerade total ein Blackout. Waage, Zwillinge, du kannst auch vorspulen. Das kann nicht sein, dass ich mich nicht erinnere. Waage, Zwillinge,
Und Wassermann. Ah, mir ist der Wassermann nicht rausgekommen. Yes, okay. Gut. Bitte setze das um mit diesen drei Sternzeichen, quasi mit diesen, ja, das sind hier ganz viele Sternzeichen. Setze das um, weil, wie gesagt, das könnte ja auch dein Aszendent sein, das könnte ja dein Mondsternzeichen oder dein Venussternzeichen sein oder auch diese Person, die gegenüber von dir ist. Ne? Okay, lieber Skorpion, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen, ne? Bitte setze nur das um, was auch umsetzbar ist und erzwinge dich ja nicht, lieber Skorpion. Das ist klar. Bitte zwinge dich nicht. Die Karten haben keine Macht auf dich. Du musst hier einfach umsetzen, das, was für dich richtig ist. Ich würde mich gerne freuen über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Tschüss.